Das Fahren mit großen Landmaschinen verlangt dem Fahrer ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein ab. Er muss sein Umfeld jederzeit im Blick haben, Gefahrensituationen frühzeitig erkennen, um Personen- und Materialschäden zu vermeiden. MoTeC-Kamerasysteme helfen dabei, Sichteinschränkungen auszugleichen. Eine Kamera am Kabinendach sieht in den toten Winkel hinter dem Traktor und hilft beim Ankoppeln von Maschinen. Der Fahrer profitiert von einer angenehmeren Haltung, da er sich nicht mehr so häufig umdrehen muss. Wie eine Kamera am Kabinendach montiert und am Terminal angeschlossen wird, zeigen wir Ihnen im folgenden Film. Damit das Kabel von der Kamera zum Terminal sauber verlegt werden kann, demontieren Sie zunächst Leuchten, Lautsprecher, Verkleidungsteile und nehmen schließlich den Dachhimmel ab. Bitte beachten Sie hierbei die Montagehinweise des Traktorenherstellers. Bohren Sie hinter der Kennzeichenhalterung ein Loch, um das Kamerakabel in die Kabine zu führen. Wir haben die kompakte Kamera MC7115P-E gewählt. Das Gehäuse lässt sich besonders vielseitig montieren, waagerecht, senkrecht oder über Kopf. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Objektiv, bevor Sie es in die Edelstahlhalterung einsetzen. Achten Sie darauf, dass der weiße Markierungspunkt mittig oben ausgerichtet ist. Sobald das Objektiv ausgerichtet ist, fixieren Sie es mittels der Madenschraube. Schrauben Sie zunächst den Haltebügel an der ausgewählten Stelle an. Schrauben und Muttern hierfür sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bringen Sie dann das Kameragehäuse mit den beiden Innensechskantschrauben am Haltebügel an. Drehen Sie die Schrauben in den Langlöchern noch nicht fest, damit Sie die Kamera noch ausrichten können. Führen Sie das Kamerakabel durch das vorbereitete Loch in die Kabine. Verbinden Sie das Videokabel, hier 5 Meter lang, mit dem Kamerakabel. Verlegen Sie das Videokabel möglichst geschützt unter den Verkleidungen in der Kabine zu den Videoeingangsbuchsen an der Rückseite der Armlehne. Für alle nach hinten gerichteten Kameras muss das Bild seitenverkehrt am Monitor angezeigt werden. Das MoTeC-Kabel MK518.0,1 übernimmt diese Spiegelungsfunktion. Schrauben Sie dieses Kabel in eine der beiden Videoeingangsbuchsen an der Armlehne und verbinden es mit dem 5 Meter langen Videokabel. Wählen Sie die Kamerafunktion am Terminal aus und prüfen das gewünschte Sichtfeld. Korrigieren Sie gegebenenfalls Neigung und Ausrichtung des Kameragehäuses in den Langlöchern. Ziehen Sie jetzt die Schrauben am Gehäuse fest. Montieren Sie den Dachhimmel und die zuvor ausgebauten Geräte und Verkleidungsteile. Jetzt ist das Kamerasystem einsatzbereit. Wir möchten dem Fahrer mehr Sicherheit geben und die Arbeit erleichtern. Mit anderen Worten, Leben schützen, Menschen helfen, Kosten senken. Erfahren Sie mehr über MoTeC unter www.motec-kameras.com.